So, Freunde, und moin zusammen. Ich begrüße euch zu diesem neuen Video und wie ihr sehen könnt, habe ich hier einen wunderschönen neuen BMW Z4 M40i stehen und der hat eine ganz besondere Lackierung. Das ist nämlich das Frozen Grey 2, wie es ganz genau heißt. Und diese Lackierung, diese Mattlackierung, muss man in der Autopflege nochmal ein bisschen anders behandeln und da mit ein paar anderen Produkten vorgehen, ein bisschen andere Anwendungen und so weiter. Und darauf möchte ich in diesem Video heute eingehen. Also viel Spaß bei diesem Video und wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, macht das natürlich kostenfrei hier an dieser Stelle für mehr Videos. Schauen wir uns jetzt erstmal die Ausgangsbasis an. Ihr seht, ich wohne hier auf dem Land und habe den Wagen schon so ein bisschen mitgenommen, bin hier schon ein bisschen rumgefahren. Er hat überall ordentlich Verschmutzung, ein bisschen was aufgenommen, hier durch eine doofe Pfütze gefahren, obwohl wir jetzt heute bewölkt, aber ein bisschen Sonne haben. So sieht er da aus. Wir haben auf jeden Fall einige Insekten drauf, was gerade bei dem Mattlack natürlich nicht so toll ist, wo wir uns auch drum kümmern müssen. Genauso natürlich wie auf der Windschutzscheibe. Hier auf den Außenspiegeln haben wir auch ein bisschen was drauf. Die Felgen brauchen natürlich genauso eine gute Reinigung wie auch unbedingt die Radkästen. Da sehe ich gerade auch da auch einige Flecken drauf. Heck natürlich, klar kennt man, dass hier immer wieder was hochfliegt. Und dementsprechend habe ich ein paar Sachen dabei, die ich euch jetzt zeige. Was habe ich alles dabei und wie werden wir vorgehen? Ich bin erstmal hingegangen und habe mich mit Dr. Wack genauso wie auch mit Kochchemie unterhalten. Was können wir denn für Mattlacke benutzen? Dr. Wack Insektenentferner kann problemlos auch auf Mattlacken benutzt werden. Haken hinter, können wir meinen Lieblingsinsektenentferner weiterhin benutzen. Bei Kochchemie sieht das Ganze auch sehr interessant aus. Es gehen nicht alle Produkte, logischerweise nicht, aber manche funktionieren. GSF zum Beispiel hat keine Glanzverstärker oder ähnliches enthalten. Dementsprechend können wir Kochchemie GSF für den Snowfall benutzen. Nanomagic Shampoo, das sehr, sehr geile Shampoo von Kochchemie, hat sogar eine Daimler-Zulassung, auch für Mattlacke. Dementsprechend können wir das absolut perfekt benutzen. Es steht allerdings ein Hinweis drauf, dass wir nämlich hier gründlichen Glanzreinigung und Langzeitkonservierung bla bla bla. Nichtsdestotrotz hat das spezielle Inhaltsstoffe, die diesen Glanz nur herausholen, wenn das auch auf einen Metallic-Lack aufgetragen wird. Bei einem Mattlack passiert das nicht. Dementsprechend können wir das problemlos benutzen. Was man auch benutzen kann von Kochchemie ist beispielsweise der RRR, Reactive Rust Remover. Das heißt, wenn wir Flugrost auf dem Fahrzeug drauf haben, können wir auch einen Flugrostentferner benutzen. Dann für die Felgen, gut, die Felgen sind jetzt nicht matt oder sonst was, sondern normale Felgen habe ich jetzt den RRR oder aber von Wizard of Gloss den Nuke dabei. Auch noch von Kochchemie kann man benutzen den Green Star als kompletten Reiniger für jetzt zum Beispiel die Radkästen, was wir da gesehen haben. Okay, da ist kein Metallic-Lack, kein Mattlack, aber so um die Schwelle rum, wenn wir da eine stärkere Verschmutzung haben und ähnliches. Deswegen hier eine verdünnten Variante dabei. Dann haben wir auch noch hier vom lieben Herrn Petzold, Grüße gehen nach Hagen raus, den Reiniger-Detailer, also ein Schnellreiniger ist das. Das heißt, wenn wir jetzt hier eine kleine Verschmutzung haben, können wir hingehen und die problemlos damit einsprühen und entfernen. Um den Lack natürlich richtig schön wieder matt zu machen und auch zu schützen, dafür ist natürlich jetzt hier vom Petzold das UV-Schutz-Sprühwachs ideal. Und das werden wir nachher auch noch ausprobieren. Und natürlich für die Handwäsche benutzen wir auch wieder hier meinen 83 Meter Wonder 3. Waschhandschuhe in der schwarzen und auch in der weißen Variante und natürlich auch das Wonder 3er Trockentuch in der ganz neuen V3 Version. Beginnen wir jetzt also mit der Insektenentfernung und dafür nehmen wir jetzt wie gesagt den CW100 Insektenentferner Gel und dabei, ihr werdet diese Handbewegung von mir gleich mehrfach sehen, gehe ich immer hin und mache das hier so von oben nach unten und ganz wichtig den Trigger komplett durchspritzen. Tropft der denn? Ne, so, weil wenn viele sehe ich immer, die gehen hin und sprühen halt so auf, so punktuell. Das ist Quatsch, das bringt nichts. Das ist auch viel zu viel Produktaufwand. Geht einfach hin und macht das so. Dann sieht man es nämlich auch richtig hier, wie schön das zerstäubt. So spart ihr viel Produkt und so kommt die Reinigungsleistung am perfektesten zur Geltung. Nur noch ruhig aufs Kennzeichen drauf, das ist kein Problem. Das kann man genauso machen. Wo ich gerade über den anderen Scheinwerfer auf der anderen Seite, auf der Fahrerseite gespritzt habe. Das ist auch kein Problem, weil Polycarbonat und da ist natürlich eine Verträglichkeit bei dem Reiniger eigentlich gewährleistet. So, der muss ein paar Minuten einwirken. Spiegelkappen machen wir natürlich noch und ein bisschen auch auf die Windschutzscheibe. So, Spiegelkappen kriegt man natürlich auch immer was ab und dann auch so ein bisschen hier einfach auf die Windschutzscheibe mit drauf. Gar kein Problem. In der Zeit, wo der Insektenentferner einwirkt, nehmen wir jetzt hier den Felgenreiniger und sprühen uns die Felgen ein. Und ich gehe dabei auch immer hin und sprühe auch so ein bisschen ins Felgenbett mit rein.
damit wir da natürlich auch eine Reinigungsleistung haben. Ihr könnt auch ruhig auf den Bremssattel mit drauf gehen, damit der auch gereinigt wird, ist gar kein Problem. Hintere Felge genauso, auch wieder ordentlich einsprühen. Schön auch immer hier ein bisschen mit den Radlöchern aufpassen. Radlöchern sage ich schon. Schraubenlöchern, Radbolzen, wie auch immer sie Dinger da heißen. Auf jeden Fall in die Löcher rein. Und auch hier auf den kleinen Bremssattel so ein bisschen drauf. Und wir sehen das hinten auf der Bremsscheibe direkt. Bei der schwarzen Felge sieht man den Wirkindikator nicht so stark. Aber auf der Bremsscheibe sieht man das direkt, dass der Wirkindikator halt abgeht. Ich habe das jetzt soweit komplett eingesprüht, das Fahrzeug. Und wir sehen an der Front, jetzt kommt gerade so ein bisschen, sieht man im Schatten die Sonne raus. Fängt das natürlich relativ schnell, trotz der hohen Viskosität des Insektenentferners an, abzutrocknen. Dementsprechend müssen wir uns jetzt ein bisschen sputen, machen nicht die Vorwäsche, sondern dampfen erstmal die Front ab, damit wir die Insekten entfernt haben und zugleich natürlich auch direkt mit die Felgen. Erster Schritt ist vollzogen, wie ihr sehen könnt, die Felge sieht auf jeden Fall deutlich sauberer aus, genau wie hier. Wenn ihr euch darüber wundert, warum das gerade so stark geschäumt hat, das lag nicht daran, nein, der Hochdruckreiniger hier, kann ich euch ja zeigen, steht natürlich auf Glasspülen und nicht auf Schaum oder ähnliches. Ne? Hier, altes Gerät, steht auf Glasspülen, ganz wichtig. Warum hat das so geschäumt? Weil das diese Reinigungsstoffe, die hier in dem Insektenentferner drin waren, das Ganze nochmal richtig schön aufschäumen. Und wie ihr nämlich jetzt hier unschwer erkennen könnt, insektentechnisch, sieht das super aus. Auch das Kennzeichen, da waren ja auch ein paar Viecher drauf gebombt. Hier war ein dicker Brummer. Alles entfernt. Hat perfekt geklappt. Auch Felgenreinigung auf schwarzer Felge natürlich immer ein bisschen schwerer wieder zu sehen. Auch sehr gut auf jeden Fall geworden, sodass wir diese Reinigung jetzt komplett gemacht haben. Das ist schon mal sehr gut, sodass wir jetzt hingehen können und uns um die eigentliche Vorwäsche kümmern können. Also 20 Milliliter vom Gentle Snow Foam machen wir schon mal rein für den schönen Schaum. Und weil es so geil ist, machen wir noch einen kleinen Schuss vom Nano Magic Shampoo dabei. Ah. Was in Kombination wirklich pervers riecht. Richtig geil. Ich mache mal so 10 bis 15 Milliliter. Ja, gerade für die Verschmutzung im unteren Bereich muss man natürlich jetzt ganz gründlich vorgehen. Dementsprechend gucken wir uns die Globe einmal hoch. Boah, da war sie schon. So. Und. Ah, schönes Schaumbild geworden. Bisschen zu dick. Also noch ein Ticken weniger vielleicht beim nächsten Mal. Ansonsten sieht das soweit ganz gut aus. Ja, jetzt sogar noch was besser. Dann natürlich auch ganz gründlich hier mit in die Radkästen ruhig reingehen, damit wir hier auch eine Reinigung vollziehen können. Gerade im unteren Bereich können wir das Ganze natürlich noch mal ein bisschen dicker machen, weil wir da natürlich die gröbste Verschmutzung haben. Der Geruch ist richtig geil. Ja, Freunde, wie ihr sehen könnt, Schaumbild nicht ganz so perfekt geworden, muss ich zugeben. Ein bisschen zu dick. Dementsprechend würde ich da auf jeden Fall beim nächsten Mal ein bisschen was weniger nehmen. Und so sieht das Endergebnis jetzt hier von der Vorwäsche aus. Trocknet wieder, geht halt relativ schnell hier in der Sonne bei dem Wetter. Nichtsdestotrotz, ihr habt auch gesehen, es geht ja auch um Cabrio-Reinigung. Und bei dem Stoffverdeck habe ich kein Problem damit, auch hinzugehen, vorsichtig natürlich ein bisschen was einzuschäumen, weil da kommt gleich eh ein bisschen Wasser drauf und so weiter. Wir müssen nur beim Abspritzen ein bisschen darauf achten, einen großen Abstand zu halten, ganz klar. Und wenn das ein älteres Cabrio ist, würde ich das nicht machen. Weil mittlerweile sind die Stoffe so viellagig hier bei den Cabrios, dass es gar kein Problem ist, da auch mit dem Hochdruckreiniger ranzugehen. Bei älteren Cabrios definitiv Vorsicht walten lassen. Ansonsten, wie ihr sehen könnt, Schaum wirkt gut ein. Gerade an den Seitenschwellern habe ich ja ordentlich viel gemacht. Man sieht auch, wie viel hier schon runtergetropft, respektive abgetragen wurde von dem Schmutz, sodass man jetzt direkt abdampfen. Thank you.
Jetzt schaut euch das mal an. Das hat wirklich einiges gebracht. Also Vorwäsche ist immer krass. Man darf sich natürlich auch nicht täuschen lassen. Der nasse Lack, der macht es natürlich auch nochmal so ein bisschen sauber aussehender. Wenn er wieder trocken ist, sieht das wieder anders aus. Deswegen kommt auf jeden Fall noch die Handwäsche. Aber nichtsdestotrotz haben wir hier gerade im Schwellerbereich wirklich die Verschmutzung so ideal gelöst, dass alles runtergegangen ist. Na, alles nicht. Da haben wir noch so einen kleinen Part, da ist noch ein bisschen was dran. Aber gerade auch die Radkästen sind wirklich sehr, sehr gut geworden, on point, sauber, ideal. Stoffverdeck, wie gesagt, Abstand halten, ganz wichtig, wenn er da drüber geht. Ansonsten werde ich auch immer wieder gefragt, geht mit dem Trockentuch gleich einfach über das Verdeck drüber? Klar, mit abtrocknen und dann natürlich in die Sonne stellen, damit es wirklich knochentrocken wird, ganz wichtig. Ja, Heckbereich auch wieder super sauber und guckt euch mal an, wie breit diese Karre ist. Richtig geil. So, das hätten wir auch. Ja, eigentlich ganz easy Nummer, wenn man weiß, wie und welche, mit welchen Produkten. Dementsprechend, jetzt geht's weiter. Ich fülle die Eimer auf und dann machen wir die Handwäsche. Jetzt natürlich die schöne Handwäsche, nämlich meinen Wonder Dryer. Und guckt mal an, wie der hier über den Lack gleitet mit einem Magic Shampoo. Ist das nicht geil? Ist das nicht genial? Also wenn ihr den als Handschuh benutzen wollt, dann Händchen rein, als Schwamm. Auch wenn es ein ganz böses Wort ist, könnt ihr das Ding nach innen einklappen und dann könnt ihr den auch von außen ideal benutzen, ohne dass das Bündchen draufkommt. Ach, ich liebe einfach Autopflege. Es macht einfach richtig Bock. Und ich gehe jetzt hier ganz sanft über die Haube drüber. Ich mache jetzt auch mit einer Seite des Handschuhs schon ein bisschen mehr Fläche, weil der Lack ja jetzt nicht so stark verschmutzt war. Dementsprechend kann man da ruhig mal ein bisschen weiter gehen. So. Zack, einmal gewechselt. Andere Seite machen wir jetzt die andere Hälfte der Haube. Oh, da war ich ja gar nicht. Hashtag abgehoben, bin zu faul, die ganze Haube zu waschen. Und das weckt Erinnerungen hier. Z4 Motorhaube, immer wieder geil groß. Richtig schön. Ach, das macht Bock. So, das hätten wir. Nächster Teil. Ausgewaschenen Handschuh und zack, weiter geht's. Nächster Part. Und theoretisch kann man natürlich auch problemlos das Stoffverdeck mit dem Handschuh, ich mache das mal testweise hier einfach, so ein bisschen so rüber gehen und auch reinigen. Das kann man machen, ist kein Problem. Jedoch müsst ihr euch einfach überlegen und gucken, ob es überhaupt notwendig ist. Und hier arbeite ich jetzt mit dem weißen Handschuh bis zur Hälfte der Tür. Und die andere Hälfte machen wir gleich mit dem schwarzen Handschuh. Und dieser Heckspoiler bei der Karre. Dieses andere krass. So, mal wieder wechseln, weil gerade im Heckbereich wird es ja wieder ein bisschen schmutziger. Bis hier auf Kennzeichenhöhe gehe ich noch, aber drunter nicht. Da brauchen wir den anderen Handschuh. Ja, es geht aber. Aber hier schon minimal ein bisschen Verschmutzung drin. Danach gehen wir jetzt hin und kümmern uns um den unteren Part des Fahrzeugs. Hier auf jeden Fall den Handschuh immer gründlicher auswaschen, weil guckt euch das mal an. Ja, Landkinder werden das kennen. Da ist direkt mal eine richtige Scheiße dran. Deswegen switche ich einmal hier die Seite und gehe jetzt hier über die gerade Fläche auch nochmal drüber. So, aber auf keinen Fall weiter. Und das war jetzt nur oberhalb, minimal verschmutzt. Okay, wasche den aus und dann den unteren Part. Gucken wir mal, was da noch rauskommt. Oh ja, ich spüre das schon, da ist schon ein bisschen Scheiße drunter. Seht euch das mal an. Nicht wenig. Jo, wie ihr nun sehen könnt, Sonne arbeitet gegen mich. Direkt mal hier alles weggetrocknet von der Seite, deswegen müssen wir uns sputen. Aber oberer Teil des Fahrzeugs, weißer Handschuh, unterer Part mit dem schwarzen Handschuh soweit komplett erfolgreich gereinigt. Sieht man dann auch immer sehr gut, was in den Eimern da an Schmutzwasser sich sammelt und an Schmutz dann auch selber unten drunter noch drin bleibt. Dementsprechend jetzt abdampfen und dann kann man abtrocknen. Hier auch nochmal richtig schön zu sehen, der integrierte Heckspoiler in den Kofferraumdeckel. Einfach nur geil. Gehen wir jetzt auch drüber und ziehen hier locker flockig wieder über den Lack drüber und bekommen die ganze Kiste problemlos trocken. Und ihr werdet das ja gesehen haben, so minimalste kleine Perlchen werden wir haben. Meine Vermutung ist gerade, dass das am Nano Magic Shampoo gelegen hat. Ja, mal gucken. Natürlich auch nie vergessen, hier den Tankdeckel soweit komplett abzutrocknen bzw. den inneren Bereich davon einfach mal so ein bisschen das Tuch reinstecken. So, und dann natürlich ganz klar auch
die Einstiege und alles. Und wenn ihr hier gröbere Verschmutzung habt, nehmt euch einfach einen Universalreiniger, wie zum Beispiel einen Green Star, und geht hin, spült euch das ein, reinigt das vorher nochmal und danach abtragen. Wenn ihr wollt, können wir dazu natürlich aber auch nochmal ein separates Video machen. Der Flo zum Beispiel mit seinem Kia Ceed GT Line geht immer hin und macht das auch mit den Waschhandschuhen bei den Einstiegsleisten. Natürlich neben den Türen auch mal hinten die Luke öffnen. Wir sehen, bei diesem Z4 ist das anscheinend hier, dass der nämlich an dieser Stelle hier oben immer am Tropfen ist. Sehe ich hier gerade, weil er hat so ein bisschen auch in das Fahrzeug reingetropft. Okay, das muss man wissen. Es ist bei jedem Fahrzeug unterschiedliche Ecken und Kanten. Dementsprechend trocknen wir es hier ab. Hier natürlich genauso an der Kante, hier innen ebenfalls und dann natürlich hier einmal komplett reihum auch. Als nächstes hier das Verdeck und da habe ich ja auch schon angekündigt, können wir einfach mit dem Tuch drüber gehen. Ist gar kein Problem, um den gröbsten Feuchtigkeit hier einfach rauszuholen. Und danach gehen wir natürlich hin und stellen die Kiste noch ein bisschen schön in die schöne Sonne heute, damit das auch wieder richtig schön trocken wird. Und genauso könnt ihr natürlich auch über Glas mit dem Tuch gehen, einfach ein bisschen Druck ausüben, dann macht das das auch perfekt streifenfrei sauber. Haube öffnen von dem wunderschönen Kfz hier ist auch nicht verkehrt. Ja, da tropft sie mich gerade da hinten ein bisschen runter. Dementsprechend hier auch mal überall noch mal so ein bisschen lang gehen, hier oben an der Kofferraum sag ich schon, Motorhaube, genauso wie auch hier im unteren Bereich, überall in Lichtungen und so weiter mal vorbeigehen und jegliche Feuchtigkeit einfach entfernen. Für den, der interessiert, hier ist ein Twin Scroll Turbo Motor verbaut, 3 Liter mit 340 PS. Ja Freunde, so sieht der geile Wagen jetzt hier im komplett fertig gereinigten und auch abgetrockneten Zustand aus. Ich denke, der kann sich wieder sehen lassen. Richtig geil, wie hier die Heckflosse quasi richtig hochkommt im Kofferraumdeckel. Hammergeil. Und jetzt muss man natürlich auch noch hingehen und tragen das Sprühwachs auf. Okay, gehen wir hin, nehmen hier also das Sprühwachs, ein bisschen schütteln und danach entweder hier direkt auf den Lack aufsprühen oder aber übers Tuch und dann verteilen. Wir machen es jetzt mal direkt, mal gucken, ob es funktioniert. Herr Petzold empfiehlt eher, dass man es direkt aufs Tuch aufsprüht, nichtsdestotrotz, wir machen das mal so. Und der Sinn soll davon ein leichter UV-Schutz für den Lack sein, was ja auch nicht verkehrt ist. Und genauso auch noch, dass der Lack einfach nochmal wieder ein bisschen matter wird und es merkt es auf jeden Fall hier, eine schöne Lackglätte, die ist hier minimal vorhanden, hier deutlich krasser. So, und das tragen wir komplett auf und dann sind wir gleich durch. Machen wir jetzt mal hier auf der anderen Seite zum Vergleich mit dem Tuch. Direkt. Heißt, ich sprühe mir hier so ein bisschen was drauf und verteile es dann. Und bei der guten Temperatur heute brauchen wir es eigentlich nicht, aber machen es trotzdessen, gehen hier noch mal so ein bisschen drüber, da haben wir auch noch was, und nehmen die Überschüsse hier ab. Ah, da drüben ist auch noch ein bisschen, das sehe ich gerade, das mache ich jetzt auch noch. Wie war das genau? Freunde, das war's soweit. Der Wagen sieht wieder richtig gut aus, denke ich, wie man hier unschwer erkennen kann. Der Lack ist wieder richtig schön matt geworden durch das Sprühwachs hier vom Petzold. Hat sich da noch mal einiges getan. Ich hoffe, das kommt auch ganz gut zur Geltung. Steht wieder richtig gut da. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Gegebenenfalls dem einen oder anderen matt Lack oder auch Mattfolienfahrer hat das auch irgendwie ein bisschen geholfen. Wenn dem so ist, signalisiert mir das gerne mit dem Däumchen nach oben. Das freut mich sehr. Schreibt noch einen Kommentar unten rein. Und wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, könnt ihr das natürlich ganz gerne auch an dieser Stelle machen. Alle Produkte, die ich verwendet habe, findet ihr auch nochmal unten aufgelistet in der Infobox. Klickt rein, schaut rein. Wenn Fragen sind, gerne schreiben. Ciao.